Spinat, Kartoffelauflauf. Super lecker. Und jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Spinat, Kartoffelauflauf. Was brauchen wir dazu? Natürlich in erster Linie Spinat. Sieht ja nicht köstlich aus. Es ist doch glatt. Diese schöne dunkle Farbe. Der ist mit viel Liebe per Hand gewaschen von mir. Ach, finde ich super. Mann. Was wir so alles kriegen. 30 Gramm Mehl brauchen wir. 30 Gramm Mehl, eine schöne große Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, 10 Gramm Butter, 30 Gramm Butter, 1 Kilo Kartoffeln, bisschen Schlagsahne, 250 Gramm schönen Butterkäse, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Salz und dann haben wir hier eine schöne Gemüsebrühe aus Instant. Aber wir machen unsere Gemüsebrühe immer selber, wie man die ganz einfach zaubern kann, weil die braucht man immer, verlinke ich euch unterhalb des Videos in der Beschreibung. Und hier köchelt unsere Gemüsebrühe vor sich hin. Heute nicht so viel. Ja, die nehmen wir dann, um das schöne Spinat-Kartoffelauflauf zu zaubern für euch. So, beim Schnibbeln habe ich euch nicht mitgenommen. Das könnt ihr euch denken, wie das geht. Hier ist der Spinat. Oh. Richtig super, ich freue mich so drauf. Hier haben wir die Zwiebeln und den Knoblauch. Das braten wir gleich an. Und hier sind die 250 ungefähr. Ich habe ein bisschen mehr genommen, ne? Also ich nehme gerne Käse mehr. Und meine große Leidenschaft natürlich Honig. Nehme ich auch immer zu viel von. Aber naja, gut. Und dann haben wir noch die Kartoffeln in kleine Scheiben geschnitten für den Auflauf gleich. Und dann braten wir jetzt mal die Zwiebeln und den Knoblauch schön an. So, wir kochen heute wieder mit der Kraft des Waldes, mit selbstgeschlagenem Holz. Circa 2 Jahre getrocknet und verkleinert. Uiuiui, das riecht schon gut. Also, was gibt's Besseres? Knoblauch und Zwiebeln. Naja, gut, ein bisschen Speck. So, wir haben das Rezept einfach ergänzt. Durch Speck. Die Idee kam mir spontan. Müsst ihr aber nicht machen, könnt ihr aber machen. So, jetzt haben wir ja ein bisschen Speck und Zwiebeln angebraten. Der Speck kam jetzt spontan dazu. Müsst ihr aber nicht machen, aber ich hatte gerade Lust dazu. Und jetzt kommt der Spinat ein bisschen dazu, wird ein bisschen untergerührt. Sieht das gut aus? So, jetzt kommt noch eine Prise Salz. Und dann kommt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Jetzt rühren wir das so lange rum, bis der Spinat komplett eingefallen, zusammengefallen ist. So, die Butter fängt jetzt an, Blasen zu schlagen. Willkommen zu einem Gemüsebrühe schluckweise dazu. Und dann wieder Mehl. So, jetzt schichten wir das Ganze ganz einfach. Eine Lage Kartoffeln und dann kommt die nächste Lage, ist dann der Spinat. Und jetzt kommt die Käsesoße drüber. Und dann kommt die nächste Schicht, die letzte Schicht Spinat. Und die letzte Schicht Kartoffeln. Und zum Abschluss der Rest der Käse-Sahnesoße.
und das Feuer lodert. Sieht das nicht köstlich aus? Jetzt sind wir fertig. Und jetzt machen wir den Spinat-Kartoffelauflauf in den Backofen. Ca. 40 Minuten, 45 Minuten bei 170 Grad Umluft. Und dann schauen wir uns gleich mal das Ergebnis an. So, dann ab in den Ofen. Und wir sehen uns gleich wieder. Renn nicht weg, bleib schön da. Na, das sieht doch schon interessant und super aus. Das wird lecker, aber kann auch ein bisschen oben schon braun, aber sonst okay. Noch 10 Minuten to go. Spinat-Kartoffelauflauf. Super lecker.